Tag zusammen, willkommen zurück in Ruhrkirchen, unserem wachsenden Städtchen. Bevor wir einsteigen, ein Problem, was ich identifiziert habe im Spiel, an dem wir aber tatsächlich gar nicht so viel ändern können im Moment, weil es nämlich ein Bug ist und kein Feature. Wir sehen hier auf dem Tennisplatz hier in Marxloh einige Obdachlose, die sich hier so ein Zelt Häuschen gebaut haben. Ist das hier vielleicht sogar jemand? Wir unterbrechen mal kurz. Gucken mal. Iva Richter. Wohlhabend. Ist traurig und unwohl. Okay, also aber das ist hier das Problem, sondern diese Obdachlosen. Denn wenn wir mal rauszoomen und zu einem anderen Park gehen, hier vorne der Park, gucken, ob wir die hier auch sehen. Da vorne sind sie auch. Haben auch hier ihre Zeltstätte errichtet. Das ist ein Problem, denn, lass mal weiterlaufen, wenn wir auf die Bevölkerung gucken, sehen wir wahnwitzige 47% Arbeitslosigkeit in der Stadt. Das ist ein bekannter Bug, den Colossal Order bisher noch nicht gefixt hat. Gibt es da die ersten Mods, die das Problem beheben. Jetzt haben wir keine Mods, deswegen können wir das jetzt nicht korrigieren. Wir müssen also warten, bis Colossal Order dann ein Update einspielt. Also tatsächlich ist es nämlich so, wenn die Häuser, wenn Häuser abgerissen werden, dann werden diese Menschen automatisch obdachlos, haben zwar noch einen Job, aber finden kein Haus mehr, ziehen sie nicht in ein neues Haus. Und gleichzeitig finden aber andere Menschen kein Haus mehr und damit steigt die Arbeitslosigkeit. Also dieser Wert ist nicht korrekt. Wir konnten ja immer noch viele Häuser bauen und bei so einer hohen Arbeitslosigkeit würde man ja erwarten, dass diese Balken alle groß sind, also Gewerbe, Industrie, Büro und die Wohnnachfrage auf Null ist. Das ist nicht so, das ist ein Bug. Das müssen wir leider erstmal mit leben. Wir gucken mal. Was ich jetzt machen möchte, wir haben mehrere Probleme zu lösen. Das eine ist das bekannte Müllproblem. Wir verarbeiten nicht genug und ich möchte das Problem jetzt einmal grundsätzlich lösen. Grundsätzlich lösen heißt, eine Möglichkeit wäre, ein Recyclingzentrum zu errichten. Das kann nämlich 1500 Tonnen Abfall verarbeiten, währenddessen diese Deponien hier nur 100 Tonnen können. Also das ist schon sehr effizient, aber auch teuer, 880.000, vielleicht zu 70.000. Ja, also, aber wir sind erstmal in der konventionellen fossilen Welt und da möchte ich solche Systeme nicht installieren. Wir könnten eine Verbrennungsanlage installieren, die ist aber viel zu groß und im Moment auch noch nicht das, was ich haben möchte. Da brauchen wir auch noch deutlich mehr Geld. Was ich machen möchte, ich möchte einfach ein vernünftiges Mülldeponie-Quartier errichten. Nicht so wahllos wie hier, damit bin ich nicht wirklich zufrieden. Und dann werden wir hier in Osterfeld auch diese Struktur der Industrie nochmal machen. Das ist ja, wie gesagt, ein bisschen generisch. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen eine weitere Zelle, die wir kaufen, nämlich diese hier. Und dann machen wir Folgendes. Wir werden hier das Gelände hier einebnen. Da brauchen wir einen größeren Pinsel. Wir werden hier oben an entlang der Eisenbahnlinie werden wir dann unsere Mülldeponien platzieren. Da haben wir dann genug Platz. Die werden wir dann gleich verschieben. Wir platzieren hier entlang eine Straße, dass wir hier zukommen, hier ein bisschen Platz lassen, damit wir hier ausreichend also dass wir noch Bäume platzieren können entlang. Quasi als Abschirmung.
Wunderbar, wir nehmen mal hier ein so ein Objekt, das sollte ja passen. Das müssen wir noch ein bisschen länger machen. Kleine Stückchen. So, dann im 90 Grad Winkel gehen wir weg. Gehen auch hier im 90 Grad Winkel weg. Und dann hier hoch. Das reißen wir ab. Gut, das ist die Breitstraße. Die Verbindung. Wir werden von hier aus eine Verbindung hier hoch machen. Und das gleiche machen wir auch von hier aus, dass die Müllwagen hier hochkommen. Das wird wahrscheinlich relativ steil werden, befürchte ich, aber das ist so. Da haben wir dann die Verbindung hier hoch und jetzt verschieben wir unsere Mülldeponie. Wir fangen mit der hier an, weil die nämlich schon ein Zusatzgebäude hat. Mal gucken, das platzieren wir hier. Ich lasse noch mal ein kleines bisschen Platz. Wobei, den brauchen wir eigentlich nicht. Das können wir direkt hier dran setzen. Dieses Gebäude setze ich direkt hier vorne hin an die Straße. Gut, dann haben wir diese Deponie. Die kriegt dann auch direkt das Upgrade auf die Sondermüllsammelstelle. So, dann haben wir hier noch eine Deponie. So. Vielleicht können wir hier sogar mal zählen. Wie viel sind das hier? 2, 4, 6, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wunderbar. Die Felder definieren wir dann gleich. Hier müsste jetzt da genau das Gebäude reinpassen. Perfekt. Und dann haben wir noch eine vierte hier unten. Die kommt auch auf die andere Seite. Auch da zählen wir 2, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8. Ja. Wunderbar. Upgrade. Fertig. Jetzt gucken wir mal einmal nach, was können wir jetzt gerade verarbeiten. 632 und beim Budget müssen wir natürlich prüfen. Da sind wir 150. Ich setze es mal auf 100 und dann kaufen wir noch weitere Deponien. Hier kommt eine hin. Hier kommt eine hin. Beide kriegen diese Sondermüllsammelstellen. Wir haben ein Problem mit Abwasser. Da müssen wir mal schnell unterbrechen. Das müssen wir wahrscheinlich sowieso mal einmal grundlegend angehen. Wir bräuchten Steine müsste auch mal irgendwann fördern. Dann müssen wir vielleicht auch mal die Industrie definieren. 3,8 Tonnen Bedarf, aber hier vor allem Getreide. Auch da müsste auch mal nachkommen. Wir können auch die Hühnerfarm gleich nochmal vergrößern, aber das ist das gar nicht das, was ich wollte, sondern Dienstleistung. Wasser. Jetzt erstmal auf 120. Das sollte reichen. Ja. Wir werden gleich dann nochmal einen neuen Wasserabfluss definieren. Gut, und dann
die letzten zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wenn die sogar noch eins hinbekommen, okay. Jetzt können wir gerade uns gar keine Aufwertung leisten, weil alles Geld weg ist. Das ist aber nicht so schlimm. Dann können wir nämlich jetzt hier erstmal diese Felder vergrößern. Das ist unsere neue Mülldeponie. Das sieht doch gut aus. Wir gucken mal hier. Verarbeitung 950 Tonnen. Perfekt. Wir haben hier das Müllproblem gelöst. Wenn dann hier noch diese beiden Sondermüllsammelstellen können wir noch integrieren. Das will ich aber nicht in diesem Moment machen. Und die Breitstraße, die können wir grundsätzlich auch noch mal erweitern. Perfekt. Dann haben wir jetzt genug Platz. In der Mitte halt die Müllhalden. Da machen wir wieder den kosmetischen Trick, den wir ja schon mal angewendet haben, dass wir uns hier eine Höhe schnappen, die ein bisschen höher ist. Hier vorne und dann gehen wir quasi in der Mitte einmal durch und packen hier etwas Müll hin und dann können wir es ein bisschen ausfächern. Dann sieht das nämlich auch einigermaßen realistisch aus, dass hier auch ein bisschen Müll gelagert ist. Prima. Gut, die werden wir jetzt gleich verdecken, diese Mülldeponie, damit man jetzt hier aus Marxloh nicht voll auf die Müllhalde guckt. Ja, das ist ja kein so sonderlich schöner Anblick. Das machen wir sofort. Ich will jetzt mal einmal das Problem mit dem Abwasser bearbeiten. Man sieht übrigens den Stau, kommen wir gleich zu. Weiteres Problem, dass wir aber nicht diese Folge lösen, sondern die nächste. Wir werden hier nochmal einen weiteren Wasserabfluss definieren, hier vorne. Und das Gegenstück, die Wasserpumpstation, dann hier vorne. Am Beginn unserer Stadt. Und dann gucken wir uns nochmal das Budget an. Also Müllverwaltung, das können wir auch, denke ich, runtersetzen jetzt mal auf 80% und Wasser geht auch wieder runter auf 70. Wir wollen dann trotzdem kein Geld verschenken. Gucken mal, also da sind wir deutlich drüber. 128.000 Kubik können wir noch ein bisschen runtergehen und beim Müll, da sind wir schon zu tief. Okay. Also Müll muss wieder rauf. Wasser können wir noch mal ein bisschen feintunen und Müll müssen wir auf 90% gehen. Ja, perfekt. Gut, wir werden dann jetzt hier mal ein bisschen dekorieren. Das ist eine Sache, die wir noch gar nicht gemacht haben. Dass wir das hier mal so ein bisschen verstecken. Dann nehmen wir hier mal diesen Pinsel. So, hier vorne können wir das auch mal ein bisschen verstecken, was wir hier so in die Umwelt kippen. Diese Hühnerfarm können wir noch mal weiter vergrößern. Wir haben hier einen Bedarf.
Okay, damit sollten wir auch den Bedarf an Hühnern hoffentlich gedeckt haben. Ja, immer noch zu wenig. Okay. Da hätten wir noch weitergehen können. Dann machen wir das. Wahrscheinlich muss ich jetzt aber dann wieder die Büsche abreißen. Das war unnötig. Jetzt sollte es aber hoffentlich passen. Leichter Überschuss, das ist sehr gut. Bei den Weizenfeldern, aber da müssen wir ja dann hier uns weiter ausbreiten. Wir müssten dann diese Zellen, die Zelle hier oben kaufen. Das will ich jetzt im Moment noch nicht machen. Das machen wir dann etwas später. Ja, wir sehen, wir haben hier ein Problem mit der Abholung von Leichen. Das müsste ja beim Gesundheitswesen sein. Also das ist schon knapp. Friedhofsverfügbarkeit, das können wir über das Krematorium. Da ist noch Bedarf. Wir sehen hier die ganzen Leichenwagen, die hier fahren. Das ist nicht so einfach. Auch hier Krankenwagen. Da wird jetzt einer abgeholt. Ja, so hier auch. Also wir brauchen, glaube ich, hier dringend ein Krematorium. Wir gucken mal eben. Das können wir mal freischalten und gucken mal, was das kostet. 240.000. Das Geld haben wir im Moment leider nicht. Da müssen unsere Menschen in Ruhekirchen, von Ihnen magst du noch etwas warten. Hier sind mehrere Leichen drin. So, dann geht das hier leider weg. Oh, das sind schon ziemlich große Gebäude, die wir hier haben. Ja, wir müssen hier nochmal Krematorium machen. Auch hier diese Forstwirtschaft, die ist eigentlich ganz passend hier, aber ja, müssen wir mal schauen, wie wir damit umgehen. Jetzt haben wir hier relativ viel Fläche, die wir nutzen können. Ich möchte jetzt mal die Mülldeponie ein bisschen verstecken. Sagen wir mal mit Fichten, also idealerweise mit immergrünen Bäumen. Ja, Fichte. Die platzieren wir mal, Moment, hier entlang. Aber wir brauchen Parkplätze, wie ich gerade sehe. Die können wir vielleicht vorher platzieren, damit ich das mit einplanen kann. Dieser lange, nee, der breite Parkplatz, das ist das, was wir, glaube ich, hier brauchen. Da können wir mal hier zwei platzieren und auf der Seite auch noch mal einen. Setzen die Parkgebühren runter. Da kann man jetzt schon auf der Rückseite entlang fahren. Das will ich jetzt auch noch mal einmal regeln, indem wir hier so eine Gasse lang führen. So, ich weiß gar nicht, wo die hier. Familie Schilling geparkt. Zedernhaus, wo ist das? Ach, die parken auf der anderen Seite. Okay. Tja. Hier haben wir gerade gar keinen Bedarf an.
an Haushalten. Vielleicht können wir hier nochmal einen Parkplatz reinsetzen. Und das auf 0 setzen. Gucken wir mal die anderen Parkplätze, die wir hier haben. Ja. So, der Verkehr ist auch absoluter Wahnsinn. Ich sage mal so, willkommen im Ruhrgebiet. Das ist ein altbekanntes Problem in großen Städten. 25.000 Einwohner, das ist gut entwickelt. Wir müssen aber dringend Bus installieren. Auch hier überall Stau, Stau, Stau. Ja, das wissen wir. Es liegt auch einfach daran, das müssen wir auch nochmal angehen, dass die, dass wir nur einen Autobahnzugang haben. So, ich werde jetzt hier erstmal ein paar Fichten platzieren. Um das hier alles ein bisschen zu verdecken. Auf dieser Seite brauchen wir es wahrscheinlich nur hier oben. Und dann entlang der Bahnstrecke auch. Damit man jetzt auch von dem Zug her das nicht direkt so sieht. Alles klar, ich will hier vielleicht auch noch ein bisschen Gewerbe platzieren, quasi als Angebot für die Beschäftigten der Abfallbetriebe. Nochmal so 3 kleine Zellenbedarf ist ja da. So, jetzt parken die Leute hier auf dem Parkplatz war noch nicht so richtig gut. Das können wir noch ein bisschen glätten hier. Das ist ja dann doch alles sehr steil. Das hier ein bisschen gleichmäßiger aussieht, nicht ganz so drastisch ist. Das lassen wir hier nochmal. Hier brauchen wir es nicht. Auf der Seite auch nicht. Hier brauchen wir es aber. Auch da habe ich es nicht gemacht. So, da vorne haben wir einen Verkehrsunfall. Na gut, wir werden dann hier nochmal ein paar Bäume platzieren. Machen hier mal die Größe ein bisschen größer und werden dann hier auf der Seite nochmal ein bisschen was an Bäumen haben. Und dann gucken wir uns noch mal an zum Abschluss, wie jetzt der Blick aus Marxloh ist. Naja, ein bisschen abgedeckt ist es. Klar, wenn ich dann jetzt hier oben wohne, dann ist der Blick nur bedingt schön. Vor allem, wie dann hier auch der ganze Gestank hier rüberkommt. Also sieht man das? Man sieht, glaube ich, den Lärm. Der ist hoch, Bodenverschmutzung ist auch hoch. Das fließt natürlich dann hier in den Fluss rein. Ja, so ist das dann wohl. Gut. Ja, nächste Folge werden wir dann uns um das Problem des Verkehrsstaus kümmern müssen. Wir brauchen einen neuen Zugang in die Stadt. Vorher, wie gesagt, das Umdesign von Osterfeld, das machen wir dann auch in der nächsten Folge. Aber wir sehen ja überall diese aufploppenden Verkehrsstaus. Und was wir auch brauchen, ist, wo haben wir es hier? Straßendienste, Straßenwartungsdepot, das kostet uns 75.000, denn die Straßen sind in einem schlechten Zustand in der ganzen Stadt. Auch das führt zu Staus. Vielleicht können wir das schon mal platzieren, denn dann können die nämlich gleich mal losfahren. Das gucken wir uns nochmal einmal an. Wir werden hier diese Fläche nutzen an dem Kraftwerk. Ja, entlang der Bergstraße
Parkplatz ist auch unnötig hier, ne? Ja, wie machen wir das denn hier? Das hier ein bisschen glätten und dann dieser Straßendienst, der geht von hier aus raus mit einer normalen Straße. Das hier und platzieren dann diesen Straßenwartungsdienst. Was ist denn das? Der ist so groß, dass er auf diese Seite muss. Gut. Dekorieren den direkt. Da könnt ihr euch diesen Parkplatz mal nehmen und hier auf diese Seite setzen. Jetzt kann man nämlich hier sehr schön sehen. Das machen wir nochmal und gucken zusammen, was haben wir hier noch. Zusätzliche Garage. Aber jetzt hier sehen wir, wie diese Autos losfahren und die Straßen verbessern. Das, was da mal nervt. Ja, ich will dabei bleiben und dann gucken wir uns nochmal an, wie die hier losfahren und alle Straßen grün machen. Das ist doch eigentlich eine sehr schön, wie die hier nach und nach wieder grün werden, die Straßen. Ja, jetzt sind sie in Marxloh unterwegs. Da ist noch einiges zu tun, wenn das im wahren Leben nur so einfach wäre. Ne? Einfach über die Straße fahren und hokus pokus wird sie von rot auf grün. Das ist schon, sehr praktisch. Gut, also wir lassen sie weiter fahren. Wir werden jetzt hier nochmal ein bisschen was drumherum setzen an Räumen. Ein bisschen haben die ja schon. Gut, das Geld kommt rein, also das sieht gut aus. Dann werden wir uns in der nächsten Folge dann um Osterfeld kümmern und dann um den Stau. Denn auch da nochmal den Blick hier auf die Autobahn. Es fließt zwar einigermaßen dann hier ab, also um die jetzt nicht den gleichen Namen haben, weiß ich nicht, A3 finde ich schon ganz passend, die führt ja auch durchs Ruhrgebiet. Aber mal gucken hier, der Stau geht bis hier hinten. Boah, das ist schon eine ganze Strecke. Währenddessen hier auf der Seite, ich glaube, der hat sich jetzt gerade aufgelöst, ja. Ich glaube, das liegt aber jetzt auch an der guten Straßenqualität, oder? Ja, wie wir sehen, die Staus sind weg. Also, Straßendienst ist sinnvoll. Gucken wir mal, hier haben wir noch ziemliche Katastrophe. Die Parkplätze füllen sich jetzt auch. Da gucken wir nochmal schnell nach. Familie Nord, Ahornstraße. 50 hier drüben. Boah, die Leute müssen echt drüben. Parkt drüben, ah ja, weil hier auch alles voll ist. Wir brauchen deutlich mehr Parkplätze hier auf der Seite. Das ist leider so. Ich meine, wir haben doch noch einen großen Parkplatz hier vorne, oder? Da. Den hatten wir ja verschoben. Ich fürchte nur, den werden wir nirgendwo platziert bekommen. Oder geht der hier? Hier geht er rein. Das würde passen. Sonst ist hier in Marxloh kein Platz. Dann nutzen wir das, um den hier hinzusetzen. Also großer Parkplatz. Einmal verschieben hier hin. Und den Fußweg, den
ergänzen wir dann noch. Und schon wollen alle Leute auf diesen Parkplatz, der war bitter nötig an der oberen Straße. Wahnsinn. Naja gut, alles klar. Damit sind wir aber am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir gucken uns nochmal unsere Mülldeponie an, die wir jetzt hier errichtet haben. In voller Schönheit mit dem Blick auf Marxloh und machen dann in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.